Good morning, children. This is Mr. Linden. So today I will show you again how to present your farm. Do you remember the word next to? Next to means neben. So, das ist wichtig, das braucht ihr. Next to, neben. Dann gibt es den Ausdruck in front of heißt vor dem Haus zum Beispiel, in front of the house. Und dann gibt es noch das Wort behind. Behind means hinter. So, the rabbit is behind the bush, zum Beispiel. Okay, heute sollt ihr nämlich eure Farm vorstellen üben. Das könnt ihr jetzt diese Woche machen, dass ihr übt, mit eurer eigenen Farm eine Vorstellung zu machen. Und ich habe die heute ganz gut vorbereitet, hoffe ich, dass ihr alle das mitsprechen könnt. Schaut mal her. Hier seht ihr jetzt die Sätze. Das geht ganz einfach los. Hello, my name is Mr. Linden. Hello, my name is Mr. Linden. I am a farmer. Ich bin ein Bauer. Look, schau. This is my farm. Schau, das ist meine Farm. Look, this is my farm. Ich hoffe, das fällt gleich nicht zusammen. Okay, es hält noch. I have got, wie viel waren es noch? 20 animals. I have got 20 animals. Ich habe 20 Tiere. Und dann fangt ihr mit den einzelnen Tieren an. Dann sagt ihr, here I have 3 geese. Dann sagt ihr, behind the geese I have a cow with a calf. Das war behind. Jetzt könnt ihr mal einen Satz mit next to bilden. Next to the cow I have a rabbit. Oder vor, in front of the house, I have a dog. Oder behind the tree, I have a chicken with 4 chicks. In front of the tree, vor dem Baum, in front of the tree, I have 2 sheep. Sheep wird ohne S gesprochen, auch wenn es 2 sind. In front of the sheep, I have a goat. Oder ihr könnt auch sagen, on the way, auf dem Weg, on the way, I have a goat. Or on the pond, there is a duck. So,
Und dann, das war das schon, next to. Den letzten Satz, der heißt my favorite animal. My favorite animal or my favorite farm animal is a, zum Beispiel duck. My favorite heißt mein Lieblings oder mein Liebster. My favorite farm animal, mein Lieblingsfarmtier oder Bauernhoftier. Ja, mein Lieblingstier is my favorite farm animal is, und da könnt ihr was aussuchen. Ne? Ihr sagt zum Beispiel, my favorite farm animal is a dog. Mein Lieblingstier ist ein Hund. Ja. Oh. Next to the dog, I have a pig with three little piglets. Also ihr müsst in eurer Beschreibung dann alle Tiere vorkommen lassen. Ja? Da darf keins fehlen. Und als letzter Satz, my favorite farm animal is a dog, duck, chicken, was ihr am liebsten mögt. Okay, soweit so gut. Habt ihr denn schon alle eine Sockenpuppe gebastelt? Also, ich bin schon ganz gespannt. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr so gebastelt habt. Ja, also, habt ihr denn auch schon ein Lied gesungen? Also, ich will jetzt mal ein Lied singen mit euch, oder... ich will ein Lied von euch hören, ja. Habt ihr schon geübt? Übt mal diese Woche und nächste Woche kommt ein kleines Video, das ihr dreht, ja? Das finde ich toll. Genau, das fände ich auch toll, wenn ihr jetzt schon diese Woche ein Lied singen übt und nächste Woche dazu ein Video macht. Okay, das war es von mir. Tschüss. Tschüss, tschüss.